No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo Logo-Freunde, hier sind wir mit dem zweiten Teil von unserem neunten Special und wir haben natürlich weiterhin den Alex zu Gast. Und Stefan, worum wird es jetzt heute in diesem zweiten Teil speziell gehen? Genau, in diesem Teil dreht sich alles um das Thema Spielerberater bzw. Spielervermittler. Wir werden zum Schluss über Ernährung sprechen und der Markus wird am Anfang einmal beim Thema der Geschwindigkeit des Spielers bleiben und wir werden über Spezialtrainer bzw. Spezialpersonal sprechen, was rund um einen Profi, um einen jungen Profi oder um einen werdenden Profi werkt. Wir haben das Gespräch schon Ende Oktober aufgenommen, das heißt, wenn da irgendwelche Informationen vorkommen, die ihr jetzt eh schon wisst von aktuellen Ergebnissen und so weiter, dann seht uns das nach. Ansonsten bleibt uns nur zu wünschen, viel Spaß und gute Nacht. Nein, gute Unterhaltung, bleibt dran, es ist immer noch nicht aus. Ihr habt ja eben euch Spezialtrainer dann gesucht in puncto Laufergonomie, Laufablauf und für Endziel dann Geschwindigkeit. Also das hat er eigentlich früher schon, die Frage wurde in sich eigentlich schon beantwortet, aber halt aus der erfahrenen Position von mir und vielleicht nicht aus der unerfahrenen Position eines, der neu zu diesem Thema kommt oder eines Fans, der sagt, was passiert denn da eigentlich? Ja? Mhm. Um es konkreter zu machen. Wenn du natürlich jetzt ein Kind hast und das spielt jetzt in einem besseren Club, ja, also erste, zweite Liga und der Jugendverein davon mit 10, 12, was weiß ich, Austria Wien, Rapid, Sturm Graz, sonst irgendwas, dann sagst du, hey, cool, die haben alles. Ja? Von wegen, die haben nicht alles. Und ein Athletiktrainer, wenn man jetzt nur so ein Fitnesscenter hernimmt, ja, und Athletik ist wichtig, dann ist einfach bei einem 12-, 13-, 14-Jährigen bereits dort die Grundausbildung der Athletik ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Trainer, Ivan, der selber Akademie gegangen ist, der Athletiktrainer ist und der auch Fußballerfahrung hatte. So, was ist dem sein Athletiktraining? Dass er schaut, dass es genau ausgeführt ist. Also wenn du eine Bank drückst oder zum Beispiel die Hantel hebst, dass du es ordentlich machst, nicht mit viel oder schnell, sondern ordentlich. Mhm. Dass du es exakt ausführst. C, dass dein Trainingsplan halbwegs auf dich immer wieder abgestimmt ist. Und der nächste Punkt, der ganz, ganz wesentlich ist, Prävention des Verletzungsrisikos. Ja? So, wenn Trainer aus Jugendmannschaften, die bei Bundesligisten sind, in der Jugendmannschaft trainieren, ihre Söhne dorthin schicken, dann weiß da mal ungefähr, was los ist. Mhm. Er vertraut seinem eigenen Training nicht hoch genug, als dass er die Athletik auslässt. Zwischen 10 und 14 vor allem ganz wichtig. So, wenn du das den Leuten zum ersten Mal sagst, anderen Eltern, sagt die, naja, das kann ja der. Okay, gebe ich dir folgende Aufgabe. Entschuldige. Du bist 20 Personen und gehst mit 20 Personen, die zwischen 10 und 14 sind, in die Kraftkammer und zeigst ihnen eine Übung. Dann kann einer, der für 20 zuständig ist, nicht so exakt wie ein Einzeltrainer sein. Das ist ein hoher Hausverstand, oder? Klar, ja, doch, liegt auf der Hand. Dass natürlich daraus dann die Sachen anders sind, also anders exakt ausgeführt werden, na nicht. Weil wir das Problem hatten, Spätgeborener, also wir sind eher zum den letzten zwei Monaten hin im Geburtsdatum, hatten wir sonst so immer das Problem, dass er quasi mit 12, 13, 14 körperlich gegenüber einem Jännergeborenen über 10 Monate Unterschied hatte, ne? Das heißt, du musst dann schauen, dass der Körper richtig wächst. So, und das war auch das Thema. Bei 16 hat er dann angeschossen, weil ich bin auch 1,90 Meter groß, aber ich bin auch erst spät gewachsen, erst mit 17 ungefähr. Ja? Mhm. Dass dann auch der Körper richtig anschiebt. Und das geht in der Prävention mit dem richtigen Athletiktrainer. Ganz, ganz wesentlich. Liest du dann in der Mertesacker Biografie ganz genau, weil er es dort noch genauer zerlegt, aber setzt sich dann durch bis zu seinem 35. Lebensjahr hinauf. Also der hat geschafft, in der englischen Premier League 4 Jahre lang verletzungsfrei zu bleiben. Und sein Neurotrainer hat auch den ehemaligen goldenen Schützen, Torschützen von Deutschland mittrainiert. Das war eine ganz heilige Kuh und damals der Neurotrainer, damals ist er aus den USA noch eingeflogen worden. Ja? Ist mittlerweile gang und gäbe,
unser Neurotrainer, den wir über unseren Lauftrainer zum Beispiel reingekriegt haben, das ist ja ein Netzwerk oft, dem sein Ausbildner, der ist bei Manchester City. Mhm. Ja, du denkst plötzlich, fuck, ich habe jetzt einen Trainer, der nur noch zwei Etappen weg ist von ganz oben. Ne? Mhm. Du kriegst sie, wenn du kontinuierlich fleißig, wenn die sehen, du bist fleißig und du willst, dann unterstützen solche Leute dich. Okay. Und dann probierst du es einfach aus, ob es dir hilft oder nicht. Gerade Neurowissenschaft ist ein sehr umstrittenes Thema, weil nicht die exakte Wissenschaft, aber wenn es dir hilft, dann hilft es. Das ist Spitzensport. Spitzensport ist, du probierst Dinge auch, die dich halt zu dieser Spitze hinaufbringen. Weil Spitzensport wird ja gern so beschrieben, das ist so, wie wenn du auf den Bergkamm eines Berges gehst, du kommst immer gewisse über diesen Bergkamm drüber, weil du versuchst immer diese Spitze wiederholt zu schaffen. Mhm. Das ist nicht mehr Breitensport, das ist also keine dicke, fette Autobahn, die du gehen kannst, sondern das ist halt speziell. Ja? Da also, schafft man es dann eben dann halt wirklich die letzten und entscheidenden km/h dann, um sich eben für gewisse km/h, Positionen... Verletzungsbereiche, anderer Körperbau, weil plötzlich, wenn du dann im Profibereich drinnen bist, will man den fertigen Sportler haben. Das ist aber auch das größte Problem, um Stefan seine vorhergehende Frage noch einmal zu beantworten. Dieser Sprung vom Amateur zum Profi, das heißt, sie wollen den fertigen Spitzensportler haben. Also wir haben jetzt in der Formel 1 zum Beispiel haben wir einen Weltmeister, der jetzt zum dritten Mal Weltmeister wird. Habt ihr euch einmal angeschaut, wie oft der daneben kadert als Junge und wie lange Red Bull an dem dran gesetzt hat, dass er auch Fehler aushält? Ja, sicher. Das ist der hat Millionen geschrottet. Mhm. Der hat Millionen geschrottet. Bis er jetzt in seinem Bereich so weit oben ist, dass es... Also Spitzensport ist Spitze. Das heißt, das Wobei man da ja auch sagen muss, dass der einen Vater hatte, der auch aus der Formel 1 gekommen ist und der ja eigentlich alles untergeordnet hat, dass der Max Verstappen so wird, wie er ist. Also das, aber das, der ist ja wahrscheinlich auch nicht freiwillig jetzt dort, wo er ist, sondern auch mit einem Zwang. Nein, der wollte selber dorthin. Du kannst keinen da zwingen in der Höhenklasse. Okay. Nur er hat verstanden, warum oder wieso. Also der hatte geholfen. Also bei uns in der Familie war schon immer wieder... Dieser Wink, zerstörst du ihm eh nicht die Jugend. Weil natürlich genau. Hat der Jüngere circa 50 bis 100 Stunden im Monat mehr im Fußball gegeben, als wie einer, der nicht im Fußball wäre. Ja. Und die fehlen dir. Also das heißt, er geht auch früher schlafen. Also wir waren jetzt am Mittwoch mit den Großeltern zum Beispiel essen und die haben halt ihre Enkel eingeladen und waren ganz happy, dass er mal Zeit ist. Ja? Und er hat gesagt, er geht jetzt nachher um 21 Uhr, trinkt er noch einen speziellen Tee und geht dann schlafen. Mhm. Und sein Bruder ist mit seiner Freundin halt noch mit Freunden was trinken gegangen. Ja. Der ja, nicht klar, im Spitzensport ist. Ja, also das klar, ist klar. Etwas, das musst du selbst sagen, will ich das oder will ich das nicht? Ja, klar, gehört eben auch viel Disziplin. Aber du hast halt dann auch dadurch, dass du plötzlich ja ganz woanders bist. Ne? Also du der hat ganz andere Erlebnisse. Ne? Dies zu der Frage, wie kommst du zu solchen Trainern, indem du fragst? Einfach fragen. Aber vielleicht kannst du uns erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Spielerberater und Vermittler? War keiner. Und braucht es beides? Weil Vermittler ist ja schon im Wortlaut einmal. Ja, aber also es gibt ja jetzt gerade durch diese neue Lizenzierung der UEFA und FIFA, die das jetzt quasi wieder lizenziert haben wollen. Das kann man so ähnlich wie das Immobiliengeschäft oder das Wertpapiergeschäft vergleichen. Ja? Und ich sehe ja jeden Spieler auch als Wertpapier, gerade wenn man auf den Transfermarkt geht, mit dem einzigen Unterschied, wenn du das in deinem Wertpapierbereich machst, dann gehst du in Häfen, was im Fußball passiert. Ja? Aber das hat ja andere Sachen. Faktum ist, die Namensänderungen und Namenskommentatur hat sich geändert, um gewisse Dinge zu umgehen. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile den Spieler-Karrierebetreuer, es gibt den Spieler-Coach, es gibt lauter lustige Namen, meistens von Ex-Fußballern, die einfach ins Beratergeschäft einsteigen wollen. Es gibt ein paar spannende Bücher zu Beratern, die wir gelistet haben. Eines der viertgrößte und einer ist einer, der auch für Bayern München gecoacht hat, aber gar nichts zusammengebracht hat und ein richtige Bitten als Kind war. Letztendlich, was soll ein Spieler, Berater, nennen wir das einfach Berater, machen? Ja. Er sollte wissen, wo muss ich hin, also welcher Verein braucht welche Position, wann und was zahlt er dafür und welcher Spieler würde dazu passen. Aha. Ja? So, es gibt
recht eine spannende Doku von einem Real Madrid-Spieler, dessen Vater ihm geholfen hat, bis nach Bayern München zu kommen. Und wo dann einer der Berater, wo es das Buch auch gibt, den dann gesagt hat, den will ich haben. Und den Vater rausgedrängt hat. Das war etwas, wo ich gesagt habe, so möchte ich es eigentlich nicht haben, weil ich habe eher so diese Nadal-Philosophie, dass die Familie quasi immer das Becken bleibt, das ihn auffängt. Aber man gewiss, man muss sich klar sein, man hat nicht mehr gewisse Dinge, du gehst, ich gehe nicht bei Bayern München ein und aus oder bei Manchester United oder bei Arsenal oder bei Viertligisten. Ich weiß nicht einmal alle Viertligisten auswendig, ja. Also um Gottes Willen. Ja? Warum? Weil ich einen anderen Job auch habe. Das heißt, es sollte einer zum Team dazukommen. Und so haben wir es auch immer aufgebaut. Und aus diesem Grund nenne ich sie alle Spieler Berater. Ja? Ja. Und, das heißt, das ist im Idealfall einer, der dich kontinuierlich begleitet während deiner sportlichen Karriere und versucht bestmöglich mitzuhelfen, die richtige Position zu bekommen. Und einer der Fakten, die es halt gibt, ist, dass du gar nicht mit Sportmanagern oder und Präsidenten oder und Trainern so, oder Athletiktrainern oder Staff drunter so viel Zugang hast, um überhaupt mit ihnen zu sprechen. Aha. Das heißt, Beispiel, einer meiner Söhne spielt da, also ist ja im Profibereich. Ja. Ich weiß jetzt nicht immer vom Training her, wo er steht. Also wenn man jetzt sagen würde, 100% ist die Mannschaft, ist er beim oberen, ist er beim unteren Bereich. Der Spielerberater weiß das schon, weil die oft im Austausch miteinander sind und die einfach miteinander reden. Ja, aber da geht es ja auch ganz um Aufgaben, um das Wahrnehmen von Aufgaben. Es ist ja auch nicht deine Aufgabe, das zu wissen jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, aber bis zum 18. Lebensjahr, wo der noch nicht da war, hat wer mitgeholfen? Die Familie. Ja, natürlich, bis daher schon, ja. Aber da muss man ja auch immer eine Gratwanderung genau. als Elternteil geben, dass man sich da nicht zu sehr einmischt. Nein, und aber es muss mir klar sein, wenn ich nicht so oft mit dem, der hat jede Woche mit denen ein bis zweimal Kontakt, ja. Ich nicht, da muss es mir klar sein, dass ich mich nicht so wichtig mache und mich vorn hinstelle, sondern dass ich wen finde, der mithilft, dies in dem Sinne das Ziel des Sohnes zu unterstützen. Nicht meines, sondern seins. Ja. Das, was aber immer wieder passiert ist, wenn wir Leute bitten, zum Beispiel zu sagen, pass auf, ich gebe dir zwei Zettel, schreib auf einem Zettel auf, was du willst, und auf dem anderen Zettel bitte, was du nicht willst. Ja. Ja, dann kann ich dir sagen, dass viele Leute den Zettel, was sie nicht wollen, super ausfüllen können. Ja, das ist. Ja. Aber den Zettel, was sie wollen, können sie nicht ausfüllen. Also wir haben einen eigenen Kurs zum Beispiel gemacht, nur für Jungfußballer, um einfach einmal ihnen zu erklären, wie kann ich so Fußballkarrieren analysieren, wie kann ich feststellen, wie ein Arnautovic oder wie ein Grilitsch oder wie auch ein No-Name, weil für gewisse hast du nicht so viele Informationen, du die untersuchen kannst, um aus den Vorbildern oder aus denen, die bereits das gemacht haben, zu lernen. Mhm. Will ich das so oder will ich das nicht so? Mhm. Das heißt, es müsste aber auch dort stehen, was will ich? Ja. Dann, das ist jetzt das ganz Spannende. Auch bei den Spielernvermittlern, deswegen habe ich dort einmal kurz ausgeholt. Die meisten können sagen, was sie nicht wollen. Wir wollten immer haben, wo wir gesagt haben, am besten ewig. Die FIFA sagt jetzt maximal 2 Jahre und nach 2 Jahren ist der Vertrag aus. Also du kannst offiziell gar keinen Vertrag offiziell machen. Wenn du als Spielervermittler zum Beispiel jetzt den Spieler X irgendwo positionieren willst bei einem Verein, dann musst du vorlegen beim seriösen Verein, ob du den überhaupt vertreten darfst. Und das war das Hauptproblem, was halt entstanden ist, dass Hunds und Kunz gesagt hat, du pass auf, ich kenne den Alaba, ich kann da den vermitteln. Ja. Und der Alaba hat gesagt, sorry, wer ist der Alex? der da irgendwann einmal drüben gestanden ist und einmal umgewunken hat. Ja? Mhm. Und das passiert immer wieder, vor allem wenn es um Kohle geht. Deswegen ist ja das eine Gerichtsurteil recht spannend, wo 2 Spieleragenturen streiten in Österreich vor Gericht um einen Spieler, der noch zu Red Bull kommt, aber Red Bull wird außen vor gelassen, obwohl die 750.000 für den Zeit haben. Ja, das ist übrigens aufgelistet bei uns, das Gerichtsurteil, weil dieses Gerichtsurteil ist dann in einer Diplomarbeit gelandet. Und eines der wenigen Sachen, die erklärt, welcher Spieler, was die Aufgabe eines Spielervermittlers und was die Aufgabe eines Vereins und die Aufgabe von Familien ist. Mhm. Im Zuge dessen muss man sich also klar sein, dass dieses Netzwerk, der Verein, weiß aber auch nicht, wie wir vorher gesagt haben, Anzahl der Scouts, wo entwickelt sich denn gerade jetzt ein guter Spieler?
der genau zu mir passen wird. Nicht? Weil die Vereine, die zum Beispiel 5 gute Rechtsaußenstürmer haben, aber nur 2 selber unterbringen können, jetzt nicht so happy sind, dass sie ihre Konkurrenz mit 3 guten Außenstürmern vielleicht so platzieren, dass der gegen sie spielt. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht der, wo sagt, juhu, freue mich, dass er mir ein Tor geschossen hat. Ne? Weil dann sagst du, na, wie blöd bist denn du, dass du dem gegeben hast, dass dem nicht wem anderen geben können. Das heißt, da sind viel mehr Kräfte aufeinander und in diesem Spiel kannst du nicht, ohne dass du dieses Netzwerk hast, die Chancen erhöhen. Und aus dem Grund sage ich, gute Berater sollte man haben. Die Frage ist jetzt nur, was ist ein guter Berater? Genau. Jetzt vergleicht man wahrscheinlich meistens erst, wenn man ihn hat. Naja, du könntest jetzt vorher schon sagen, du bist auf da 2 Zettel. Auf dem einen Zettel steht, da schreibst du drauf, was du willst und auf dem anderen, was du nicht willst. Ja? Machen wir auch mit denen. Also wir briefen die auch. Das ist nicht so, dass wir von denen ausgesucht werden, sondern wir suchen auch aus. Also wir haben ein Profil erstellt, was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen. Trauen sich viele Familien nicht, weil sie sagen, naja, ich bin ja froh, dass ich überhaupt einen Berater habe. Sage ich, bevor ich einen schlechten Berater habe, habe ich lieber gar keinen. Du musst in diesem Netzwerk, und Faktum ist zum Beispiel dieses Ausbildungsentschädigung Profiliga bis zum 21. Lebensjahr. Der Vereinspräsident, respektive der Kassier, muss es wissen, weil der zahlt es oder kriegt das Geld. Der Spielerberater sollte es wissen, ansonsten hat er keine Ahnung von seinem Geschäft. Das heißt, die zwei sollten eigentlich dir das sagen, oder? Bei einer Vertragsverhandlung. Sagen sie es dir nicht, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er schwindelt, wenn wir jetzt höflich sind und nicht sagen, er lügt. Und oder er ist unwissend. Das sind jetzt beides nicht Vertragsparteien, die ich unbedingt in meinem Team haben will. Ja. Mhm. So, und im Zuge dessen muss man es einfach ausprobieren. Bei uns war es dann die Beobachtungsfrist von 3 Monaten. Und der erste Berater zum Beispiel gesagt, na, pass auf, ein Verein aus der 2. Liga will dich haben. Das war unser eigener Jugendverein. Ja? Du musst jetzt die Schule sofort aufhören und musst dort unterschreiben. Entschuldige, kennst du die mathematische Wahrscheinlichkeit von denen, die hinaufkommen und davon leben können? Ja, natürlich. Und der war noch dazu Doktor der Rechtswissenschaft. Der selber Ex-Kicker, aber selber Doktor der Rechtswissenschaft. Ja. Sag ich, sorry, hast du die Doktor der Rechtswissenschaft ohne Matura gemacht? Nicht, gell? Nein. Sag ich, warum rätst du dann meinem Kind, dass er nicht die Matura machen soll, wenn er es dazu macht, noch dazu, weil er mit guten Noten unterwegs ist? Das ist doch völlig wurscht. Wenn der Club den haben will, dann will er ihn im nächsten Jahr noch haben. Oder nicht. Oder wir machen eine Miteinander-Vermischung, dass er halt pendelt. Ja? Waren die auch alles bereit? Nur er hat es nicht gesprochen, im Gegenteil. Der hat unsere Kontakte abgeholt, um seinen eigenen Spieler, den ersten hat er nicht setzen können, unseren Sohn, also hat er dann einen eigenen setzen wollen. So, daraufhin, und irgendwann hat er dann gesagt, nein, das geht nicht, weil ihr mischt euch zu viel ein. Sag ich, ja, jetzt haben wir den Baum so weit gebracht, dass er Früchte trägt und jetzt schneidest du den Stamm um. Das ist jetzt beim Apfelbaum aber nicht sehr intelligent, weil du wirst nächstes Jahr dann ohne Baumstamm wirst kein Apfel mehr haben, oder? Ja. Also war dann, dass der dann irgendwann einmal, und das haben wir dann auch später erfahren von seinem Partner, der wollte genauso wie halt Club weiter oben gleich ansetzen, um gleich Kohle zu machen. Ja? So, und im Zuge dessen haben wir dann einmal ausgerechnet, was hat es denn bisher gekostet? So, dann kam ein zweiter, auch wie wir wieder bei einem Bundesligisten eingeladen waren zum Probetraining. So, und dann musst du halt immer herausfinden, es war eine internationale Agentur, passt es oder passt es nicht? Dann Vorgespräche. Und dann sind natürlich die 18-Jährigen so weit, dass sie sagen, hey, super, endlich einmal ein Berater. Weil, was verdient denn ein Berater? Ja, Schweiz, zuletzt hieß es ja 3-5%. Ist jetzt irgendwie. Nein, 3-5% ist die Richtlinie. Aber das ist ja als, im Sportbereich sind wir bei 20%. In Schumacher zum Beispiel, sein Manager hat 20% von allem gehabt. Er hat den Spitznamen Mr. 20%. Der Warren Buffett hat 25% Performance-Fee, wenn du da dein Depot hast. So, und im Sportbereich sind wir irgendwo zwischen 10% und 20%, so Daumen mal Pi. Natürlich gibt es Richtlinien momentan 3-5%. Nur wenn du jetzt irgendwo einen Durchsatz hast bei 10.000 Euro im Jahr und 3% oder 5% von 10.000 Euro, der viel lachen. Was willst du mit 300 Euro durchbocken gehen oder was? Da kostet ja einmal hinfahren schon mehr. Die sind aber bei fast jedem Spiel dabei. Mhm. Oder haben ein Netzwerk, wo sie Informationen gegenseitig tauschen. Ja? So, das heißt, du musst irgendwann einmal, und da muss die Chemie ja auch noch passen. Jetzt kann ja etwas sein, dass der eine ein Heißläufer ist, der andere ist ein ganz ruhiger und die zwei können einfach nicht miteinander. Also, weil er hat 2 unterschiedliche Arten. Ja? Ja. Aber letztendlich sollte das eine Person sein, der du vertraust, wenn die
Vereine natürlich dann pokern und sagen, na, ich zahle dem halt nur 50% weniger oder nur 20%. Also ich vermute auch, dass zum Beispiel durchaus die Geldperspektive bei den vorher genannten Spielern ein Thema waren. Ja? Also der bei Schalke 04 ist, kannst du nur selber nachschauen. Ne? Das gibt ja Spezialseiten, wo du nachschauen kannst, was ein Spieler ungefähr verdient. Da sagen natürlich alle, nein, das stimmt nicht ganz genau. Brutto, brutto ist das ungefähr eine Kategorie. Mhm. Ja? Und wenn einer zum Beispiel in einem Podcast, das war ja so lustig, wie ein Tormann, der dritter Tormann in einer Bundesliga ist, halt irgendwo 150.000 Euro verdient im Jahr und dann eine Ausbildung macht, die 10.000 Euro kostet, na, dann ist das halt ein bisschen leichter, als wenn ein Familienvater oder Familienmutter 30.000 bis 40.000 Euro brutto im Jahr verdient, davon komplett das Leben der Familie mitfinanziert. Für die ist dann 10.000 Euro Ausbildung etwas, das ist eine ganz andere Dimension. Mhm, ja, sicher. Ja? Deswegen haben wir nie ein Problem mit Geld. Wir schauen uns nur an und wenn es zu wenig ist, muss man halt als Familie darüber nachdenken, wie kann man es mit unterstützen. So, und da ist jetzt auch wieder ein Spielerberater etwas, der halt mehr Deals schon hinter sich hat, dass er ungefähr weiß, in welcher Range bist denn du überhaupt drinnen. Weil wie wir begonnen haben, war unserer zum Beispiel noch nicht dabei, der kam erst dann dazu. Eigentlich, weil einer der Trainer gesagt hat, warum tut es denn ihr zwei nicht miteinander? Und gesagt, ja, hat mich noch nie gefragt. Dann haben wir das miteinander besprochen und dann war das eigentlich in 2 Minuten erledigt. Und seitdem wächst das auch. Ja, also das ist etwas, wo der ist mit ein Bestandteil des Teams. Mhm. Das ist unsere Definition halt. Ja. Jetzt gibt es aber natürlich auch Spieler und dieses Urteil zum Beispiel in Österreich, was vor Gericht gelandet ist, kam deswegen zustande, weil ein Spieler 2 Spielerberater engagiert hat, also zugelassen hat. Sagen wir mal so. Weil es gibt ja die Möglichkeit, dass der Verein, ist übrigens auch in der Mertesacker-Biografie schön drinnen, warum der den Arnautovic nach England gebracht hat, 1 Million kassiert hat, weil das hat nämlich Werder Bremen gezahlt, damit sie ihn wegkriegen. Mhm. Wir reden von dem Arnautovic. Ja? Ja. Und die Engländer waren die einzigen, die so viel Geld überhaupt gehabt haben. Deswegen ist er in England gelandet. Ja? Und beim Arnautovic ist sein Bruder der Spielerberater. Also der die Fäden zieht. Ja? Ja. Und wenn ihr zum Beispiel nachschaut, was er dann in China abgeholt hat, in China hat er ungefähr das 10-fache von England abgeholt. Mhm. Aber es war nicht easy. Und da haben es 1,5 Jahre gebraucht, bis sie den Kanal offen gehabt haben, weil die Engländer wollten ihn gar nicht gehen lassen. Ja? Das heißt, und er ist kein leichter Typ, aber seine Familie hat ihn dann dazu gebracht, dass er halt so umdenkt, dass er die Person wurde, die er ist. Und dort ist jetzt der Spielerberater, der das Netzwerk hält. Unsere Idee war, einen Spielerberater zu haben, der mit uns auch spricht. Das heißt, wo wir Ideen diskutieren. Mhm. Aber, und wir sind nicht immer d'accord in der Umsetzung. Aber es wird dann eine Entscheidung getroffen, dass für diese Bergtour diese Art und Weise umgesetzt wird. Nachdem wird versucht zu analysieren, okay, war das jetzt der richtige Weg, nicht der richtige Weg, könnten wir es besser machen? Fertig. Das ist das Spiel, ja, das permanent im Hintergrund abläuft. Und einer der Hauptsachen ist zum Beispiel, auch wenn wir dieses 21 Ausbildungsentschädigung gehabt haben, ne? Also ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben das ja intern auch besprochen bei uns im Team. Natürlich ist es so, dass ein Berater dann irgendwo in vernünftige Richtungen lenken kann an Club und kann sagen, du pass auf, klar würdet ihr jetzt eine Ausbildungsentschädigung kriegen von, weil der in die zweite Liga geht, von 20.000 Euro. Aber das ist dem Verein drüben zu viel. Weißt du was? Wir machen 5.000 Euro, aber dafür noch eine Staffel beim nächsten Verkauf von 15%. Mhm. Warum? Weil der einfach mehr Verträge schon hinter sich hat. Und die meisten Spielerberater, das ist in den Dokus ja eh schön beschrieben, da wird immer, wenn der mal einen guten Deal hat, wird über den viel gesprochen. Mhm. Aber die 99 schlechten Deals, wo die genauso viel Arbeit machen, teilweise noch mehr, über die wird nicht gesprochen. Fallen unter den Tisch, ja klar. Rein von der Mathematik muss ich leider davon ausgehen, dass ich zu den 99 eher dazu zähle, rein von der Logik her, als wieder zu dem einen. Mhm. Ich weiß schon, dass ich natürlich beim Herrgott oder wurscht wo bestelle, mein Sohn möge der Auserwählte sein. Ne? Mhm. Mir tun auch recht viel dazu, dass er besser wird. Aber ich muss trotzdem die Mathematik irgendwie berücksichtigen und sagen, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit muss man bodenständig bleiben, wird er wahrscheinlich nicht
eine halbe Million Euro sich erwirtschaften können aus dem Fußball heraus, sodass er nachher zumindest eine Wohnung sich kaufen kann. Ne? Ja. Geschweige denn 4 Millionen Euro Nettovermögen, sodass du nie wieder arbeiten musst. Ja, aber selbst nämlich, wenn man dann irgendwann zurückblickt auf den Plan, sagt man, okay, das Idealziel ist es nicht geworden, aber mit dem Erreichten ist man dann doch zufrieden, dann haut es auch hin. Naja, sagen wir mal so, du sagst dann nicht, hätte ich doch, sondern du hast das gemacht, was möglich ist. Mhm. Was dir möglich war in diesen Bereichen. Ja. Und das war es, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen bewusst Expeditionen ein, aber zerlegen sie in Etappen. Mhm. Und viele, die besonders erfolgreich sind, haben alles oder nichts gespielt. Also der Alaba hat zum Beispiel die Matura geschmissen. Mhm. Ja. In München hat er gesagt, Laun, es geht sich nicht aus. Er hätte nie in einem normalen Leben so viel, also die mathematische Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er, weiß ich nicht, als Buchhalter oder wurscht was, so viel Geld verdient wie als Profi. Aber das ist alles oder nichts spielen. Ne? Mhm. Ja, manchmal geht es auch und aber oftmals nicht. Und deswegen auch keine, also ich sage euch nicht, dass es jetzt, das ist Erfahrung, dass du dir den richtigen einmal findest. Im Idealfall ist gleich der erste, im Nicht-Idealfall ist es der x-te. Wie sieht es mit dem Thema Ernährung aus? Zum Beispiel eine spannende Folge, die meiner Meinung nach super spannend ist, was isst der Profi? Mhm. Nämlich von wirklich Essen. Mhm. Mhm. Weil es die Oberösterreicher haben 2000 Leute durch Kochkurse durchgeschickt. Aber alle anderen nicht. Und wie läuft es bei dir und deinen Söhnen konkret? Boom, waren eine Woche bei mir, eine Woche bei der Mama. Ja. Und bei mir war halt das Thema, dass ich gesagt habe, ihr müsst das irgendwann lernen, damit ihr nicht so wie der Papa werdet, der alles mit Mikrowelle macht. Ja. Weil das hat ja erst die Mama von den Kindern mir richtig angefangen beizubringen, weil die kann echt gut kochen. Ja. Und daraufhin haben wir einfach gesagt, pass auf, ihr sucht euch eine Speise aus, kauft sie ein, mit mir gemeinsam, kocht sie und dann wird es umgesetzt. Das heißt, alle 4 Wochen kam einer dran, gibt sogar ein Video davon, wo sie dann auch vollkommen das selber präsentiert haben und auch gekocht haben. Aha. Und das zum Beispiel wieder zum ersten Mal Hühnerfilet in die Hand gehabt und dann hat er gesagt, Papa, ich muss kurz mal ins Badezimmer speiben gehen. Sag ich, bist du, was ist jetzt mit dir? Du liebst Hühnerfilet roh gebraten, ne? Ja. Aber das ist halt schlatzig, wenn du es zum ersten Mal in der Hand hältst. Ja. Das heißt, das war das eine. Sie haben selber zum Kochen gelernt und er hat zum Beispiel natürlich sehr wohl die Abkürzungen gesucht und hat gewisse Zutaten, die er nicht kannte, nicht eingekauft. Jetzt hat aber die erste Zutat kannst du nur irgendwie umgehen. Aber wenn dann von 10 Zutaten 4 fehlen, dann wird es irgendwann schwierig. Wir hatten aber immer eine Referenzspeise, die noch dazu waren oder der zweite musste quasi zum Training und deswegen haben wir dann, aber dann hat er selber gesehen, nicht zu fragen, weil er nicht weiß, wie er Melanzane ausschaut, ist falsch. Deswegen, sie haben die Dinge begonnen kennenzulernen. Da hat mich der Jamie Oliver einfach inspiriert, weil das mit Kindern immer wieder gemacht hat. Ja? Zu meiner Schande muss ich auch feststellen, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe und das selber mir erarbeiten musste. So haben wir begonnen, halt ihnen früh beizubringen, zu kochen und Dinge umzusetzen. Mit dem Endeffekt, dass er jetzt zum Beispiel für die U15 Leute gekocht hat, die in seiner WG die 2 Wochen drin waren. Aber das ist wichtig, weil wenn du nicht gut isst, als Sportler... Na sicher, und das ist... Und wir haben zum Beispiel das FBB-App, glaube ich heißt das. Das ist so eine Open-Source-App. Ja. Da kannst du rekorden, was du isst. Ja. Und kriegst dort ausgewiesen Makronährstoffe, normale Nährstoffe, Kilokalorien. Ja. So, wenn du natürlich hingehst zu einem Backerl, wo einer Nussschnitten hineinstopft und du sagst, wie viel Kilo Äpfel musst du essen, damit du das äquivalent rauskriegst. Ja. Und da kommt drauf, er muss 6 Kilo Äpfel essen. Ja. Dann überlegst du. Dann kommst du natürlich in jungen Jahren schon drauf, dass du rein in den Zuckerdepot hineinschiebst. Zucker ist aber der größte Förderer von Blödsinn. Das Problem ist nur, die Zuckerindustrie ist ziemlich groß. Mhm. Ja. Das heißt, du musst Leuten, die gewohnt sind in einer Sportkantine, Schnitzelsemmel, Wurstsemmel, Maß, Mannerschnitten zu kriegen, erklären, dass sie gutes Essen haben sollen. Ja. Ich habe gehört von einem ein Bekannter von mir, da ist der Sohn in der Akademie in Horn. Nein. Ja, genau. Und der hat mir erzählt, dass sie da mal gegen Salzburg gespielt haben und dass die da alle Stücke haben beim Essen in der Kantine. Er hat sowas noch nie erlebt. Also frisch gekocht, gesund gekocht. Und aber trotzdem so, dass jeder gern isst. Also die Salzburger machen da schon vieles richtig, muss man neidlos anerkennen. Ja, macht auch die Burgenlanger Akademie kocht auch gut. Okay. Aber nicht so wie Salzburg, bei weitem nicht. Ja. Wenn ihr je in die Akademien irgendwo reinkommt, unbedingt schauen. Sehr spannend. Ja.
Die Kärntner sind auch nicht so schlecht, die lassen liefern mittlerweile. Ja. Die St. Pöltener schauen auch schon. Also es kommt immer mehr das Essen. Es kommt immer mehr, ja. Naja, es ist ja, ich persönlich privat tracke auch mein Essen, was ich esse. Also ich weiß auch immer ganz genau, was ich gegessen habe und wie viele Kalorien sind und Ding. Also das mache ich auch. Aber das heißt, ich habe kein Problem mit einem Kebab einmal im Monat. Nein, eben, ja, aber das verzeiht der Körper dann auch. Ja. Also und das musst du halt den Kindern jetzt langsam rüben. Das hat die Brigitte, das war ja auch eine Mutter, in Oberösterreich ist dokumentiert, ja, gemacht. Und da gibt es ja auch ein Forum, wo ich in ein Kochforum reingeschrieben habe, wer kann mir helfen? Und ich komplett zerfetzt worden bin am Anfang. Aha. Das ist ja komplett dokumentiert, das ist ja köstlich zu lesen. Ja. Die haben gesagt, wie deppert bist denn du? Ich bin selber Trainer, da gibst du dann halt eine Wurstsemmel mit. Ja. Und du liest aber in den Büchern, bitte, Wurstsemmel ist keine gute Idee. Und dann sind sie eh gekommen mit Meal Prep. Glaubst du, ihr wusstet, was ein Meal Prep ist? Ja. Aber was ist das? Ja. Heute kochen wir viel mit Meal Prep. Also ich war letzte Woche erst bei meinem älteren Sohn, der jetzt auch nach Wien gezogen ist, und wir haben Schweinsbraten in Folie ihm gezeigt, ja? Ja. Weil er das flott reinschieben kann, flott weg, plus Dampfgarer. Ja, bitte. Weil seine Freundin ist eher auf der vegetarischen Seite, das ist nicht 100%, aber nicht Schweinsbratenesserin. Ja. Er baut aber auf. Ja. Ja. Ja, super. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch, ja. Sowohl zeitlich als auch thematisch, ja. Vielen, vielen Dank. Alles gut. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertisen, deine spannenden Geschichten. Alles gut, du spannend habt ihr hier, also die müsst ihr das Klumpert erst zusammenschneiden. Ja, genau. Was der da herlabert, und jetzt muss man das in eine Form bringen, das zu uns passt, und alles gut. Ja, also. Ja, vielen lieben Dank, Alex. Es war uns eine Freude und hat uns wirklich viel Spaß gemacht, und auch viel Neues ist da serviert worden von dir. Wir hoffen, euch da draußen hat es auch gut gefallen, und Stefan, ich denke, auch du hast einiges mitnehmen können, genauso wie ich. Ja, es war sehr intensiv. Es war sehr viel Information auf einmal, aber wir zwei, und ich hoffe auch ihr da draußen, konntet den Fußball auch mal von einer neuen Seite betrachten, die für uns alle auch ein bisschen neu war, und so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Es war sehr interessant. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch das Special gefallen hat, dann bitte bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, schickt uns Feedback via Social Media oder via E-Mail. Markus, wie lautet die E-Mail-Adresse? logo.wien@gmail.com, und da könnt ihr jederzeit das Feedback auch schicken, auch wenn ihr Fragen habt an uns oder an den Alex. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Gespräche mit dem Alex führen, weil er wirklich noch über viel mehr Wissen und Infos verfügt und die auch gerne und bereitwillig mit uns teilt und mit euch shared dann wieder, sodass wir das Ganze, wie sagt er immer so schön, den ganzen Zirkusfußball noch besser verstehen können, und aber auch ihr da draußen immer wieder Insights liefern können, die mit Sicherheit cool zu wissen sind, gewisse Prozesse besser nachvollziehbar werden lassen. Und von daher, wenn ihr eben gewissen Input, gewisse Fragen habt, dann immer her damit, und wir werden natürlich versuchen, die dann, wenn es jetzt in der letzten Folge schon oder in diesem Special vorgekommen ist, dann nachzureichen und schriftlich zu beantworten oder in eine aktuelle Podcast-Folge einzubauen, oder wenn es eben für zukünftige Themen dann einfach passt, dann auch diese Frage dann dorthin mitzunehmen. Genau, weil wir sind nicht nur der Fußball-Podcast, wir sind auch der Service-Podcast. So schaut's aus. Danke fürs Dabeisein, und eben, wie es der Stefan gesagt hat, welche manche Passagen viel und war und intensiv. Ihr könnt es ja immer wieder reinhören. Der Podcast ist dauernd verfügbar, alle unsere Specials, aber auch die normalen Folgen. Das heißt, kein Problem, wenn ihr immer mal wieder öfter auch gewisse Passagen oder Folgen hören möchtet. Wir hören uns, bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören, Baba, und auf Wiedersehen. Guten Rutsch.